So. Perfekt. Also, hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem wunderschönen weiteren Samstags-Twitch-Abend mit Risen, mit euch und mit meiner Wenigkeit. Und ja, beim letzten Mal haben wir den Osttempel fertig gemacht. Das war eine ganz schöne, spannende Geschichte. Und ich würde auch sagen, wir stehen mal auf vom Lagerfeuer, vom Gemütlichen und werden auch gleich weiterkämpfen. Da hinten haben wir ja eine Höhle oder eine Mine gesehen, die wir noch erkunden können, Täten tun. So. Das sind nämlich alles voll Skelette. Ich hoffe, ich kann da jemanden einzeln rauspullen. Das wäre mir ganz lieb. Na, komm. Go. Kuckuck. Wahrscheinlich kommt wieder die gesamte Bagage. 1, 2, 3. Drei könnten klappen. Ja. Ja, ja, ist schon gut. Du kommst auch noch dran. Ja. Oha, hast du den Kleinen gesehen? Na, du Ferkel. Heute bin ich ganz alleine. Meine rechte Hand, der Wolfi, ist nicht da. Ja, drum... Mein Technikspezialist. Drum tue ich mich da jetzt, habe ich mir gerade etwas schwer getan, dass alles läuft. Ich dachte, man hört mich nicht, da hört man mich super. Es war nur, ja, da ich immer sein PC zur Kontrolle nehme, obwohl alles hinhaut, habe ich nicht bemerkt, dass er auf Stumm geschalten hatte. Und ich Trottel denke mir, das gibt's ja nicht, dass da gar nichts hinhaut. Aber es funktioniert, es läuft alles prima. Da, es muss nur noch, ja, ja sicher, es muss nur noch der da abnippeln, dann ist auch noch mehr prima. Ja, super. Na, jetzt zwei Zipfelklatscher. Ja, ja, kommt's näher. So. Na komm, trau dich. Hast, Alter. Voll das Teamwork hier. So, Mistfink. So. Ja, und manchmal hat mir eben schon bei den technischen Problemchen, die Mini-Kleinen, die ich hatte, hat mir halt schon mal geholfen, dass ich den Stream abgebrochen habe und einfach neu gestartet habe. Dann hat er die Einstellungen wunderbar übernommen und ich konnte problemlos streamen. Würdest du abnippeln, bitte? Damit du damit wir deine Erfahrungspunkte kriegen. Na, der will unsere Erfahrungspunkte haben. Der hat die Rollenverteilung nicht ganz verstanden. Aber schön. Moha, wir haben es geschafft. So, da ist auch noch was. Und hier noch ein Skelett, ja. Deine Waffe würde ich noch gerne nehmen. Den Knüppel aus dem Sack. Super. Aber wir sind jetzt wieder mal ganz schön angeschlagen. Haben wir denn eigentlich noch irgendwas zum Essen dabei? Irgendetwas? Irgendwas? Ein Eintopf vielleicht? Ein Eintopf ohne Zwiebeln wäre mir auch recht. Na, da ist gar nichts. Da müssen wir halt das Kraut essen. Von dem Heilkraut hätten wir recht viel. Ich denke, wenn wir das... Hoppala. Wenn wir das Grünblatt essen. Ja, ein bisschen Grünblatt. Und den Trank, den nehmen wir auch noch dazu. Das ist wieder dieser Lebens- und Mana-Regenerationstrank. Ja, der regeneriert das. Der macht das wieder gut. So, schön essen. Boah, der steigt überhaupt nicht mehr. Der wäre schon klasse, wenn man wirklich so eine Schüssel hätte und gleich mal 10 Pflanzen reinhaut. Also so ein, auch ein Kochrezept, ne? Und dann einfach einen schönen Salat aus Grünblatt macht. So, das muss reichen. Also sonst wären wir heute nicht mehr fertig mit dem Essen. Speichern wäre vielleicht auch nicht schlecht, weil das lief ja eigentlich ganz gut. So. Ja. Ja, heute ist ja ein kleiner, also für mich ein Tag zum Feiern. Man kann es vielleicht nicht glauben. Ich glaube es gerade irgendwie auch nicht. Ich zwick mich heute schon den ganzen Tag. Auf meinem Kanal sind mittlerweile 50 Abonnenten. Ich freue mich wie eine Wahnsinnige. Wirklich wahr. Au.
also wenn ich gerade verhauen werde. Aber ich schwöre es, ich danke euch nach wie vor von ganzem Herzen. Ich habe auch schon ein kleines Video dazu gemacht. Ich hoffe, das ist genügend Danksagung. Es wird noch viel mehr gehen, eine halbe Stunde nur Danke sagen, das wäre vielleicht angebrachter gewesen. Aber in der Kürze liegt die Würze, heißt sie immer. So. Und ich bin sehr wirklich von Herzen, also von Herzen dankbar und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass ich Let's Plays machen darf, dass ihr sie so gerne schaut, dass ihr Spaß dran habt, Freude dran habt. Es ist genau das, was ich haben möchte, was ich erreichen möchte. Da wird es irgendwie immer finsterer. Oh mein Gott. Nicht die Kackviecher schon wieder. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, ob wir die jetzt schaffen tun. Ich probiere es einfach mal. Die wehren sich ja immer so stark. Hallo. Eine Panzergrille. Ja, ich stecke schon wieder fest. Au. Wieso stecke ich denn schon wieder fest, ha? Kamera, sag mir warum. Ja. Treffen tun wir was. Ja. Wenn es auch ein bisschen dauern tut. Aber wir treffen was. Mit ein bisschen Geduld kriegen wir das vielleicht sogar hin. Batsch. Muss man ab und zu drüber rüberschauen zum zweiten Bildschirm. Hallo. Ja. Ich will keinen vergessen zu begrüßen. Niemanden will ich vergessen. Nein. Na komm. Ja, komm. Boah, sie hat die fast zu früh aufgedeckt. Die Verteidigung, meine ich. Den Schild weggetan, so wollte ich sagen. Du Mistviech. Au. Aha, die geben schon 140. Na, großartig. Komm, schlag mich. Das hört sich furchtbar. Schlag mich. Ja, ganz hart und toll, bitte. Ja. Ah, gleich mit anhüpfen. Du Mistviech. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir treffen nichts. Obwohl jetzt da, der hat gesessen. Der hat gesessen. Komm nur zum Licht. So, ja. Schön. Das könnte was werden. Batsch. Ich mag diese Gänge. Au. Ich mag die Gänge von Minen. Die sind eigentlich ein recht guter Schutz für uns. Batsch. Mhm. Komm. Batsch. Jetzt sollte ich mir... Au. Ich sollte vielleicht einmal was trinken tun. Ein Trankelein. Zack. Warte, sie hüpft. Hüpft sie? Ja. Sie hat sich's anders überlegt. Das Schlechtmöglichste, was uns hier passieren würde, könnte... Wow. Wäre die Begegnung... eines Echsenmenschen. Alter. Du bist Viech. Gesterben. Kann ich nicht da sein. Na komm. Ja. Panzergrille, ja. Wortwörtlich, ne? Verteidigt. Bravo. Das war schön. Ich werde sogleich einen Trank opfern. So, trinken. Das war schön. Und natürlich speichern. Kommen wir denn da bitte hin? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eigentlich... passt. Ich wollte eigentlich einen anderen Gang durchsuchen. Irgendwie wird es da auch immer dunkler. Und ich habe dahin, glaube ich, ein Erz gesehen. Warte, zuerst gehe ich halt... Nein, nicht die Blume zusammenschlagen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Hier gibt es was zum Ernten. Und ein Skelett ist da. Spitzhacke, wie schön, Fackel und ein Heiltrank. Prima. Na dann, fröhliches Geklopfe. So, ich glaube, das ist Eisenerz. Ja. Nette Ausbeute. Schön, 5 Stück Erzbrocken. Subi. Eisenerzbrocken. Fein. Ich brauche eine Fackel. Das geht so gar nicht mehr. Ja, schon besser. Viel, viel besser. Ja. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Da geht's jedenfalls wieder raus. Und ja, wir werden stecken bleiben. So wie immer, irgendwo bleibe ich immer stecken.
Das sind eben immer diese 5 Kilo, die ich zu schwer bin. Das ist fürchterlich, echt. Und die kriege ich einfach nicht weg. Dahin geht's weiter. Hör auf. Na, von da sind wir gekommen, ne? Ja, passt schon. So. Und hier ist da noch was Erzmäßiges. Nope. Nix. Passt. Brav. Gut, dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. So, automatisch gespeichert ist auch. Sehr schön. Ja, wir befinden uns hier, glaube ich, in einem Tal. Also, es ist wurscht, wie wir da weiterlaufen. Wir können nur auf einem Wege hier hinaus. Ruck. Ja, und der führt uns wieder zurück zu einem Mineneingang, den wir vor längerer Zeit mal besucht haben und den ich nicht weitergemacht habe, weil wir von Ghoulen überrannt worden sind. Ich fürchte allerdings, dass wir dorthin zurückkehren müssen, um weiterzukommen, um zu dem Druiden zu gelangen. Ich glaube aber auch, es wäre... Wo bin ich denn? Ich glaube aber auch, dass es möglich gewesen sein tut, dass man über die Vulkanfestung irgendwie zu dem Druiden hinkommen tut. Zumindest habe ich mich dahin geglitscht, so. Sag einmal, jetzt finde ich den Weg nicht mehr an, oder was? Doch hier. Alles gut. Also ich habe mich mal über die Vulkanfestung zu dem Druiden hingeglitscht. Freund oder Feind? Und wirklich geglitscht. Ich bin einfach den... Ja, die Klippe runter und habe es gerade so überlebt, ja. Aber der Zweck heiligt die Mittel. War nicht perfekt, aber ja. Also wir müssen da oben rein. Ich will es nochmal probieren. Na. Du willst mir jetzt verkacken, sind das schon Echsenmenschen? Na, das geht ja nicht, oder? Das geht jetzt aber nicht. Da, na jetzt. Echt, das sind schon Echsenmenschen. Freunde, meine Lieben, das ist gerade gar nicht gut. Ich will mich da irgendwie rauf glitschen. Meine Lieben, das ist gerade gar nicht gut. Die Tabak man nicht. Den einen Echsenmenschen konnte man ja noch recht angenehm, sag ich mal, besiegen. Das sind jetzt nur Wölfe, oder? Hatte ich die ja nicht auch schon besiegt? Naja. Komm daher, Wölfchen. Zack, 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 dreimal. Ja. 1, 2, 3. Okay, wo ist der zweite? Da drüben. Zack, 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 du bist hin. Der Wolfturm hat ihm in den Dach schauen. Hoffentlich verpacke ich nicht das ganze Spiel. Aber es wird schon so sein. Wenn man wahrscheinlich den Echsenmenschen da unten klatscht, den Priester, dann ist man scheinbar schon, also hat man schon das Privileg, andere Echsenmenschen zu bekämpfen. Und was ist, wenn ich nicht will? Noch nicht. Ich hätte gern zumindest eine bessere Rüstung. Und eine saugeile Waffe. Fuck, die sind da echt schon überall. Das eitert jetzt gerade zu einem Problem aus. Ich werde probieren, sie auszuweichen. Uff, das ist gerade übel. Ich meine, die Menge, die hier gerade herumstravanzt, ist ja noch nicht schlimm. Aber da haben wir scheinbar was Grobes losgetreten. So. Oder waren hier gar keine Ghoulen und ich bin einfach nur dumm. Das kann auch sein. Na, na, schon, oder? Da weiter hinten. Weiter hinten waren schon welche, ne?
Was ist das? Stabiler Ast. Aha. Sicher, oder? Da oben. Boah, ich bin gerade voll verunsichert. Das ist gerade nicht schön. Das Erz hole ich mir mal. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Mehr ist nicht zu holen. Da muss ich doch glatt meinen nicht vorhandenen Bart kratzen. Das ist nicht gut. Da, schönes Goldstück. Ja, die Fackel hole ich auch gleich. Naja, solange wir sie ausweichen können, ist es ja noch gut. Aber wenn wir gegen die kämpfen müssen, das wird dann schlecht. Für uns. Hm, ja. Ach, ich soll nicht gleich so schwarz sehen. Wir sind hier zwar in einer Höhle, aber deshalb muss ich noch lange nicht so schwarz sehen. So, also da drin gibt es jetzt, glaube ich, die Ghule, ne? Das heißt, es wird wieder schön gespeichert und ich werde versuchen... Hallo, Kackghul. Da kommt der Schaf. Batsch, 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 batsch. Au, du scheiß Magie. Oh, habe ich das noch drin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Wow. Au. Bitte stirb. Ja, sehr gut. Ich glaube, da habe ich jetzt wieder einen Blödsinn gemacht. Ist das der einzige Ghul? Nein, da drüben steht noch einer. Ich habe jetzt wieder einen Blödsinn gemacht. Sowieso, das auch noch. Die heilen 300? Ist auch ein bisschen viel, oder? Ja, okay. Andererseits gibt es alles nichts mehr her, ne? Oh, weia. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich gehe mir diese Hühnerkeulen braten, damit wir irgendwas zu essen haben. Und zum Heilen, wenigstens ein bisschen was. Boah, die ganzen Vorräte weg. Das ist echt nicht schön. Es ist auch nicht schön, dass hier überall Echsenmenschen sind. Das gefällt mir gar nicht. Hammer, Zwiebel? Hätte ich eine Zwiebel? Nein. Aber den Novizeneintopf könnte man kochen. Kartoffeln und rohes Fleisch wird man brauchen. Du, besser als nix. Der wäre zwar freilich besser, aber besser als nix, da kochen wir die 5 und fertig. So, machen wir das. Sieht richtig lecker. Hör auf zu krummeln da hinten. Und die Hühnerkeulen machen wir auch gleich alle 18. Das müsste fürs Erste reichen. Puh, während der kocht, trinke ich mal ein Schlückchen von meinem Tee. Prost, ihr Lieben. Schlecht. Mhm. 18 Stück, passt. Ich würde es auch gleich mal... was nehmen wir denn? Ich futter den da mal. Ja, okay, da heilt echt nicht viel. Machen wir so. Futter mal ein paar Hühnerkeulen. Das ist echt nicht viel. So vielleicht. Und dann hoffen und beten, dass wir den Kerl da oben besiegen können. Ja, mit viel Speichern, mit viel Geduld und Können, selbstverständlich, kriegen wir das schon hin. Ja. So, 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 so. Aber immerhin, der erste ist ja gar nicht mal so schlecht gelaufen, also gegangen. Ich muss nur schnell, ja, speichern. Ich muss nur schnell schauen. Ausrüsten. Genau, Schutz vor Eis nehmen auf jeden Fall. Und hier die Lebensenergie behalte ich, aber hier kommt. Wo ist sie denn? Na, wo bist du denn? Schutz vor Magie? Da. Jo, ich würde es mal so versuchen. Wird schon schief gehen. Auf jeden Fall tun wir wieder speichern, wie es sich gehört. Und Pforte setzen. Hallo, du dreckiger Ghoul. Das dachte ich, da hinten wäre noch einer. Zwei. Es sind zwei. Hallo. Hallo. Einer reicht mir, einer reicht mir, einer reicht mir, einer reicht mir. Schön blocken, schön blocken.
Schön blocken. Langsam. Ja, ja. Au. Du bist aber eine dreckige. Ja. Zwei. Wieso sind da zwei? Ich will aber da durch. Nicht gut. Gar nicht gut. Vielleicht jetzt. Das ist halt bei Gothic echt besser. Wenn man da einen einzelnen bullen kann. Oh, ich glaube, ich habe Glück. Ja, so nicht. So werde ich kein Glück haben. Alter, du Mistfink. Ja, ja. Weich mal aus. Schnell was trinken. Und blocken. Komm da her, du Geigen. Du Geigenzähler, wollte ich sagen. Nein, Arschkopf. Jetzt gelbe Augen. Alter. Puh. Au. Ja, ja, sicher. Viermal. Schau das an. Puh. Ja, du bist ein Arschkopf, echt. Das gibt's ja nicht. So gemein. Die können alle viel besser kämpfen als ich. Das ist einfach die Wahrheit. Mhm. So, nochmal. Nicht verzagen. Sind die jetzt zu nah beieinander? Ich fürchte ja. Ich fürchte, das ist zu nah. Hallo? 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 Ja, bin des Todes. Da brauche ich gar nicht schauen. Au. Jawohl. Ja, du kannst einen anderen treffen. Das Zurückgehen läuft auch nicht gut. Ja, zurückgehen musst du, wenn er Eis macht. Bist du deppert, ne? Komm, komm, trink, trink, trink. So ist gut. Ich muss mutiger sein. Wenn der die Eisattacke einsetzt, muss ich einfach nur zurückgehen. So ist gut. Machst du Eis? Ja. Boah, ein Vanilleeis wird's auch toll. Na, Spaß. Wow. Stirb bitte. Ja, ja, ja. Nein, Eis. Oh, Scheiße. Und er hat noch so viel Leben. Puh. Du bist ein Schweindel. Habe ich schon gesehen. Jetzt stirb ich wieder, ne? Einmal Eis und ich bin erledigt. Nur zweimal schlagen. Einmal schlagen. Ja. Nichts mehr schlagen. Eis. Jawohl. Eis. Wow, Glück gehabt. Das war jetzt ein Glück. Zweimal getroffen. Schön. Nicht getroffen. Tot. Fix und die Geigen. Aber der erste. Es bringt sie halt nichts, wenn du der erste stirbt, ne? Gehst das Pech. Dass die auch immer so nah beieinander stehen müssen. Ja, ist gerade sehr spannend, ich weiß. Tut mir leid. Aber sollten wir es hinkriegen, ich bin guter Dinge. Es warten dort hinten Ärzte auf uns, ganz, ganz viele. Ich. Wo ist denn der? Da schaut die gerade komisch aus. Ich werde auch noch was futtern. Ein bisschen wenigstens. Na, ist noch. Nochmal. Noch zweimal. Und dann bringen wir es nochmal aufs Gute und aufs Neue. Ich
Vielleicht soll ich eine Fackel auch dorthin schmeißen. Ich meine, das bringt jetzt zwar nichts, aber... So, fortsetzen. Hallo, ihr Deppen. Kommen jetzt sowieso alle beide. Na, ich habe Glück. Boah, und schon blocken. Wo bist denn du? Was ist mit dir? Trifft man? Nee, oder? Doch, man trifft ihn. Ich meine, da ist er jetzt selber schuld. Oh, okay. Es ist wieder da. Hallo? Hast du das gesehen? Du Mistviech. Dreimal fast. Alter, du Mistfink. Au, au, au. Das war nicht gut. Wow, 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 wow. Ich hab doch das Schild und so. Ich hatte das Schild. Ich schwöre, ich hatte das Schild. Sieben, wo bist denn? Trinkst du mal was? Heute noch? Geht ja. Du schiechs Viech. Jawohl. Und da fliegt er 3 Kilometer. Super. Gott sei Dank. Der erste ist weg. Schnell speichern. Hat mich jetzt zwar leider Gottes einen großen Trank, also einen schönen Batzen Trank gekostet, aber... Naja. Hin ist hin. Ich werde es vielleicht nochmal drauf speichern. So. Um eventuellen Fußweg zu sparen. Ich fürchte, da ist sowieso noch einer, oder? Hallo? Ja, ja. Quatsch. Natürlich Eis, was denn sonst? Du kannst nichts anderes, oder? Na, da kann nichts anderes. Ja, ja, schon gut. Au. Au. Nochmal von vorn. Okay, ist schon klar. Ich muss unbedingt schauen, dass ich wegkomme vom Eis. Am besten nicht blocken, sondern schnell nach hinten. Vielleicht auch nach hinten hüpfen, das wär's. Nach hinten hüpfen, das wäre besser. Das wäre besser. Komm her, du gescherter Hammel. Oh, ich bin geil, der gescherte Hammel. Wow. Du Sau. Dreimal. Ja, hier auch dreimal. Du Arschgeige. Au. Du mit deinem scheiß Eis. Au. Na, nicht Eis. Hör auf mit dem Eis. Das braucht man nicht. Mistviech. Dreckiges. Was? Was für ein Schloss, alter Schwede. Ja. Ja, na klar. Der Dietrich ist hin. Ja, der Dietrich ist hin. Du sagst es. 3. 1. 2. 3. Ja, natürlich falsch. Ich Trottel, muss auch zählen können. Jetzt haben wir's. Übel. Levitation, den Zauber haben wir bekommen. Das Fläschchen, den Ring, Schwertkampf plus. Mhm. Und ein bisschen, ein paar Goldmünzen nehmen. So 169, so ungefähr. Passt. Alter Schwede, es wäre im Bett nicht schlecht. Ich werde es mal speichern, trotz allem. Ja, weil die beiden sind immerhin kaputt. Und dann gehen wir noch schnell das Erz hier holen. Einmal Gold und ich glaube einmal Eisen. Und dann schauen wir halt mal vorsichtig um die Ecke. Ob es da noch mehr von diesen grauslichen Viechern gibt. Ich hoffe nicht. Ich fürchte schon. Oder ob wir vielleicht Glück haben und schon das Licht am Ende des Tunnels sehen können. Kleiner Bernstein haben wir bekommen. Sehr schön. Ich glaube, da geht es echt schon raus. Vielleicht haben wir Glück. Und es sind keine Ex-Menschen da, aber das wäre so schön. So, dann klatschen wir auch noch weg. Fein. Sehr schön. Und hier haben wir nochmal die Reiselust. Und ich werde die Fackel benutzen. So, jetzt ist es angenehmer. Entschuldigung, auf die vergesse ich immer. So, auf jeden Fall du mal speichern. Hier hinter und fortsetzen. Wo wollte ich hin? Ich wollte... Nur mal reinschauen hier, ich denke, da bin ich dann eh hin.
Ach so, das ist nur zum Schauen. Aha, okay, nichts ist mit hin. Alles gut. Alles prima. Gott sei Dank. Alles gut, alles prima. Na freilich, da ist aber noch einer. Da ist noch einer. Nix gut. Nix gut. Da ist noch einer. Ja, ich opfer den jetzt mal. Und den dazu. Jetzt müssen wir gesund sein. Speichern natürlich obendrein. Und dann gehen wir es wieder an. Komm her, du schierer Fatzke. Du graslicher. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Du machst kein Eis. Du Arschkopf. Au. Alter, diese Viecher. Das war jetzt auch ganz schön dumm von mir, wie ich angefangen habe zum Spielen. Ich dachte immer, er setzt jetzt gleich Eis ein, aber wenn er jetzt Eis einsetzt, bin ich hin. Ja, ja. Da kann Willa schon wieder casten, die kleine Miese. Fiese Kacknudel. Zweimal, dreimal, viermal. Aha. Aber jetzt bist hin. So. Pff, nicht gut. Ah, da vorne sind Händeln. Okay. Ich denke trotzdem, wenn wir was essen, ganz kurz. Ein paar Keulen, so 5 Stück oder so. Hm. Ich hoffe, ich krieg bald irgendwie so einen schönen Boost an Tränke. Wo sind wir hier? Stimmt das? Mal auf die Karte schauen. Wow. Schaut nicht so schlecht aus. Lässt mich noch der Seegeier in Frieden? Ich glaube schon. Na, natürlich falsch. So. Jawohl. Passt. Was haben wir drinnen? Nur ein kleiner Rubin. Meine Gebete wurden erhört. Ein großer Heiltrank. Super. Bolzen und ein paar Goldmünzen. Super. Meine Gebete wurden erhört. Wie schön. Aber ich fürchte, es wird hier nicht leichter für uns. Naja, komm daher, Federvieh. Ja, ja, leg den jetzt auf. Komm nur, komm nur, komm nur, komm nur. Jetzt kommt er nicht. Bist du betrunken, Viech? Halt. Halt, sag ich. Ja. So. Bist du mit einmal angreifen erledigt? Ja. Au. Sag mal, spielst du? Du Viech. Ja. Ja. Gib mir deine Keule. Komm. Nicht so weit nach hinten. Schau dir das an. Wo der. Hallo! Wo der da. So, jetzt auch. Jo, Hammer. Alles gut. Jo, Hammer. Jo. Passt. Ich nehme die Fackel trotzdem mit, solange sie noch brennt. Weil irgendwie ist es hier recht dämmerlich. Ja, dämmerlich. Unbedingt wieder speichern. Puh. Na bitte, es läuft doch prima als gedacht. Ich sorge mich halt immer viel zu viel. So. Da geht's bergab, da wollen wir nicht hin. Nein, nicht. Dann lugt man da drüben noch ein Stück. Aber ich glaube, es müsste passen. Ich glaube, es passt. So, jetzt kommen 20 schwarze Wölfe. Nein, aber dafür ein Keiler. So. Wahrscheinlich haut mit der jetzt in die Pfanne. Komm daher, Vogel. Ja, komm. Zwei Vogel. Schön. Au. Ja. Zack. Au. Ja. Naja, der erste ist hin. Zweiten muss. Au. Passt, ist auch erledigt. Gut. Wow, das dritte Vogel. Das habe ich nicht gesehen. Waffe ziehen, Waffe ziehen, Waffe ziehen. Au. Ja. So, jetzt aber. Genug. Passt. Alles gut. Boah, ey, das ist echt knapp. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf die neue Rüstung freue. Ich hoffe, Don Esteban gibt sie uns bald mal. Da vorne ist jemand. Bist du Freund oder Feind? Ich hoffe, er ist ein Freund. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo wir da rüberkommen. Also über die Hängebrücke. Ich glaube, zu einem weiteren dieser Ringe, die, wie hieß der? Marvin? Melvin? Ja, schon gut. Ja, ja. Ist schon gut. So, jetzt aber.
die Geister, die dem einen Kerl halt heimsuchen. Ein kleiner Heiltrank, einmal Ragout, das ist super. Wasser und ein Flügel, ich nehme alles mit. Primadonna. Primadonna. Alter Schwede. Na, ist ja unglaublich. Servus, Kumpel. Du hast nicht zufällig irgendwas dabei, mich zu heilen? Rupert. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Ja, das bin ich auch schon drauf gekommen. Du bist Jäger, kannst du mir was beibringen? Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Jo. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Jo, gerne. Was machst du eigentlich hier draußen? Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ich trinke mal was. Ach ja, und Prost. Was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Gürger befreien. Gürger? Den gibt's jetzt echt? Das ist doch nur ein Märchen. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Ja, mal das untere. Klingt interessant. Jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So, so. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Okay. Und niemand wird mehr über mich lachen. Aha. Erklär mir deinen Plan. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Und Taschendiebstahl natürlich. Mal Plan und so. Erklär mir deinen Plan. Jo. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Ja? Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Ist das so eine gute Idee? Ich kann mich erinnern, dass das ziemlich grob war da drüben. Aber auf jeden Fall mal fragen, ob uns was beibringen kann. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschick und Bogen. ich habe halt nichts mehr zum Recken, Freund, ne? Warte kurz. Ich werde das Spiel ein bisschen mit Abstand speichern. Ich würde sagen, ich nehme den da wieder mal. Hallöchen, Spielstand als Reserve. Und ich bin total am Arsch. Im Arsch, um Arsch, auf den Arsch, durch den Arsch. Da unten sind wieder schwarze Wölfe. Ich krieg einen Schirken. Ich bräuchte dringend ein Bett zum Schlafen und zum Gesundwerden, aber da ist weit und breit nichts. Warum kann man sich nicht eigentlich auf die Wiese hinlegen, also einfach auf den Boden und gute Nacht? Das wäre auch so eine Sache, das wäre echt toll. Vor allem möchte ich gern darüber, zu dem Haus, da will ich gern mal, das da. Weil da sind eigentlich nach meinem letzten Wissensstand ganz liebe Leute. Da drüben eigentlich. Zuerst müsste ich da unten an die schwarzen Wölfe vorbei. Naja, ich, weißt was, ich lasse den Kerl mal. Den behalten wir zum Hinterkopf. Ja, wir werden sterben. Ich fürchte, wir werden sterben. Umrüsten. Diese Stichwaffengeschichte. Also du und wo bist denn du? Heb und Klingen, Schwerter plus Schwertkampf plus nah. Ich probiere das da mal aus. Ich hoffe, dass das gegen den Wolf helfen tut. Wieso will ich immer den wegtun? Den will ich ja behalten, Herrschaftszeiten. So. Ich schau, kann man vielleicht eh noch irgendwas essen? Oder warten wir mal den kleinen Heiltrank. Ja, jetzt bin ich schon fast zufrieden. Müsste passen. Einmal schlucken. Tief durchatmen, speichern und es wird dunkel. Das gefällt mir nicht, aber ist wurscht. Wir gehen es jetzt an. Schnuckileins. Und es bebt die Erde vor lauter Freude. Hallo? Ja, schwarzes Wölfchen nicht. Ja, ja. Nur einmal gebissen? Das ist ja fast enttäuschend. Na bitte, dreimal. Ich habe zweimal getroffen. Vielleicht sollte ich mich nicht so ins Kettenhemd machen. Wir haben ja schon
Wir haben ja schon 3 von diesen Biestern verklopft. Da werden wir doch wohl 2 schaffen. Ihr bestimmt. Bei mir? Naja. Das ist ja schon glücksabhängig. Batsch. Zack, zack, zack. Oh, schau. Boah, Glück gehabt. Siehst du? Ich sag ja, glücksabhängig. Puh. Ja. Na, Viech. Au, jetzt will ich angreifen, das ist der schneller, ne? Mistviech, elendiges. Jawohl. Zack, zack, brak. 3-mal. Jawohl, saubere Arbeit. Saubere Arbeit. Bin ich klar zufrieden. Fortsetzen. Stachelratis. Oh. Hallo. Au. So weit wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Also wirklich. Ja. Zack. Passt. Die nehmen wir mit. Auch die Pflanze da nehmen wir mit. Und die nehmen wir auch mit. Passt. Bin ich schon fast zufrieden. Also eigentlich bin ich zufrieden. So, dann gehen wir darüber schauen. Tut euch jetzt nicht schrecken. Die hier ist eine der wenigen Damen, hey, du, die ein Haustier besitzt. Wenn du was klauen willst, hetze ich Rufo auf dich. Rufo? Mein Wolf. Das Haus ist nicht verlassen und hier ist nichts zu holen. Das hatte ich auch nicht vor. Aber du hast einen Wolf? Du hast einen Wolf? Ja. Rupert hat ihn selbst gezähmt. Niemand hat eine bessere Nase als Rufo. Wenn er einmal die Fährte aufgenommen hat, bringt ihn nichts mehr davon ab. Auch nicht schlecht. Was musst du hier draußen, also was musst du, genau, was musst du hier tun und was machst du hier überhaupt? So. Was machst du hier draußen mitten was in der Was musst Wildnis? Du tun? Erstens bin ich nicht allein und zweitens wohne ich hier. Ah. Rupert und ich sind Jäger. In der Stadt kann man nicht jagen. Deshalb sind wir hier draußen. Ist klar. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir auch was beibringen? Nein, da musst du Rupert fragen. Er ist ein guter Lehrer. Alles, was ich über die Jagd weiß, hat er mir beigebracht. Aber ich kann dir ein paar nützliche Sachen verkaufen. Okay, was hast du denn zum, also, was hast du zum Verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Ja. Zähnchen, Felle, Kieferzangen. Stachelbrecher, den haben wir schon, oder? Irgendwie tut das so was Komisches im Hintergrund. Entschuldigung, jetzt musste ich mal genauer hinhören. Haben wir diesen Stachelbrecher schon? Ich meine, wir können Stacheln nehmen, aber Stachelbrecher so gesehen haben wir noch nicht, ne? Machete? Das ist aber auch falsch, wo ich schaue. Da muss ich schauen. Ich bin so... Doch, Stachelbrecher haben wir. Ich bin so ein Genie. Ja, ja. Wer zweifelt dran? Der kann sich bei mir gleich melden. Schön, aber vielleicht können wir was bei ihr verkaufen. Wie viel Geld haben wir? Genug. Genug. Vielleicht das Fleisch? Haben wir eigentlich auch genug, braucht man nicht wirklich. Na, passt alles. Danke dir, Pfitti. Ich möchte nur mal kurz dein Bettchen ausborgen. Du hast sicher eins, genau. Schnell schlafen gehen, ganz, ganz schnell. Bis zum nächsten Morgen. Jetzt habe ich die Befürchtung... Was willst du hier? Nur schlafen. Danke dir. Na, braver Wow Wow. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung und jep, ich glaube, ich sehe ihn schon. Da oben sind ebenfalls Echsenmenschen und ich muss darauf. Jetzt könnte ich probieren, die Echsenmenschen hierher zu ziehen, damit die mir helfen, die zu klatschen. Oder ich speichere und sprint einfach durch, wie wahnsinnig. Ich habe ja noch so einen Sprinttrank, das müsste funktionieren. Aber nach Möglichkeit möchte ich noch dieses Ungeziefer hier klatschen. Es gibt auch ein paar Erfahrungspunkte, aber die Echsenmenschen sind heftig. Auch mit der nächstbesseren Rüstung sind die... Schuh, heftig. Jaja, du Gauner, du. Du willst stechen, vergiss es. Vergiss es, Mistviech. So. Boah, nicht zu nah. Pass auf, hey. Puh. Au, 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 au. Zack.
Ja, ja, du bist jetzt auch dran. Zack. Passt. Den vierten kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht, ohne diesen Echsentrottel zu bullen. Ich probiere es mal. Ich werde speichern, sicherheitshalber. Boah, das ist echt jetzt ungut, dass die da überall sind. Das taugt mir gar nicht. Boah, ey. Boah, die hast bis daher schnauben, ne? Aber ich glaube, die Priester, dieser Priesterkrieger da, den wir hatten, diesen Echsen-Mensch-Priester-Typen, ich glaube, der ist. Ist der am stärksten? Ich weiß noch, dass es, glaube ich, Elite-Echsen-Menschen auch noch gibt. Boah, ey. Übel. Speichern, speichern, speichern. Ah, da sieht man die Handschrift von unseren geliebten Piranha-Bytes, genau. Piranha-Bytes. Boah, es geht sich aus. Ich glaube, ich bin immer da durch. Das ist nur ein Strauch, ne? Haha, ich schreck mich vor einem Strauch. Ja. Ja, grummel du nur. Gnome! Gnome! Speichern? Gut, dann kann ich getrost über Speichern tun. Hallo! Au, au! Das ist aber nett, nett jetzt gewesen. Na, Häuptling. Ja! Quatsch. Ja. Treff. Au, 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 au. Sag einmal, was soll denn das? Ich könnte ja gerade meinen, dass ihr das. Also, das ist das ernst nehmt, den Kampf hier. Au. Du musst mal weg. Du musst weg, habe ich gesagt. Stirb. Weg. Stirb weg. Au. Lästige Bagage. Zack, zack. Ja, ja. Ja, ja. Zack, 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 zack. Puh. Jawohl, der ist weg. Diese Ex-Menschen da hinten. Au. Au, au. Die machen mich voll nervös ein bisschen. Au. Jetzt ist aber genug, du Mistviech. Sag ja, es ist genug. Schau, wie der mich fertig macht, hey. Als wenn ich da so ein kleines, schwaches Büble wäre. Unverschämtheit, sowas. Da. Auf mit der Keule. Der Gelse hat mich auch schon wieder gestochen. Subi. Gestochen. Gnome. Yeah, Werkzeugbeutel. Super, wie viel fehlen noch? Einer. Ein. Der da hinten macht so eine komischen Geräusche. Oh. Au, was? Moment, da ist noch einer, oder? Ja, freilich ist da noch einer und der schmeißt mich die ganze Zeit. Du kleiner Giftzwerg, du Dreckiger. So, jetzt ist genug. Ist ja wahr. Schießt mich da an. Ich krieg's nicht einmal mit. Ja. Ist ja wieder typisch. So, 1, 2, 3, 4. 4 müssten es gewesen sein, ne? Ich hoffe, dass es kein fünfter war. Nicht, dass ich jemanden vergesse zu looten. Oh, schau. Da haben sie schon ein bisschen Obst zurecht gemacht. Das wollten sie sicher gerade verkochen. Pech gehabt, wir waren schneller. Brathering. Mm, die haben sogar schon extra Essen für uns gemacht. Was sind die aber nett? Die sind ja nett. So, das nehmen wir auch mit. Waren wir da jetzt, haben wir da schon nachgeschaut? Nein, ne? Na. Vokal ist drinnen, Illusion erschaffen und ein rostiges Schwert. Wunderbar, nehmen wir alles mit. Puh, und noch eine Goldmünze. Einige sogar. Da liegen welche verstreut am Boden. Müsste passen. Müsste passen. Dann tun wir es nochmal speichern. Und tun fortsetzen. Gut. Halt. Ich bleib stecken. Puh. Wo lang? Da oder drüben? Ich glaube, es ging da. Was ist da? Eine Minze. Ich glaube, es ging da lang. Wow. Hallo. Au. Das ist schon gut. Zu dem Druiden möchte ich halt gern. Mir kommt vor, das war hier. Hier lang und dann da drüben, da um die Ecke. Ja, genau, da steht auch schon. Da tut er ja schon stehen, der Herr Druide. Servus, Kyros. Oh, was machst du denn hier?
Ich hatte eigentlich gehofft, dass Eldrick endlich auftaucht. Okay, Kyros ist nichts, Druide. Was willst denn du überhaupt hier? Also, der ist von der Bruderschaft, ne? So war das. Ich bin auch schon vergesslich. Was ist los? Wo ist der Druide? Was ist los? Wo ist der Druide? Ich weiß es nicht. Super. Aber hier sieht es aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Jo. Irgendeine Spur von Eldrick? Nein, nichts. Aber ich habe die Hütte auch noch nicht durchsucht. Vielleicht finden wir dort etwas. Großartig. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Hast du Tränke für mich? Nein, arm wie eine Kirchenmaus, ne? Ja, natürlich. Wie eh und je. Ja. Hopfenkatsch. Tschü. Was mich hier drin auf jeden Fall interessiert, ist ein Bettchen. Richtig, das da. Das wir auch gleich zum Schlafen missbrauchen. Das haben wir uns verdient, nämlich. So wie wir aufs Maul bekommen haben. Also ich. Jo. Ein Ärmel. Schau mal. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay. Beim Buch ist auch nichts, das ist halt nur ein Ärmel. Ja, das reicht scheinbar schon. Aber ich habe kein... Oh, ich könnte mir vielleicht den Wolf ausbohren von unseren lieben Nachbarn da unten. Auf jeden Fall, schau mal. In der Hütte habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. In der Hütte habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. Der gehört bestimmt Eldrick. Ihm ist bestimmt etwas zugestoßen. Das wissen wir erst, wenn wir ihn gefunden haben. Wir müssen Eldrick suchen. Wir müssen Eldrick suchen. Ja, natürlich. Ich werde hier warten, falls Eldrick doch noch auftaucht. Gut, ich werde den Druiden suchen. Hast du eine Idee, wo du suchen willst? Jasmin hat hier in der Nähe ihre Hütte. Vielleicht hat sie den Druiden gesehen. Versuche es. Vielleicht hast du ja Glück. Jo. Vielleicht. Vielleicht haben wir Glück. Ich glaube... Mir passiert normalerweise nichts, wenn ich da ein bisschen... Was ist jetzt schon wieder? Ja, freilich. Sicher. Nichts da, weitergespielt wird. Du brauchst jetzt nicht herumzicken. Da bist du keine Frau. Aha. Wartet mal kurz. Okay, ich glaube, aufnehmen tut's noch. Immer diese Technik. Huch. Na, krieg dich wieder ein. Bitte? Krieg dich wieder ein, bitte. Ist wieder dasselbe wie bei dem einen Ort bei der Vulkanfestung dort, ne? Boah, ich laufe mal ein Stück darüber. Ich hoffe, das wird besser. Ah, schaut gut aus. Zumindest wirkt es besser. Bäh. So, na, fängst du dich wieder? Ja, da schaut's. Ah, noch nicht zu 100%. Ah, jetzt glaube ich. Naja. Jawohl, jetzt schaut's gut aus. Ja, gewisse Stellen mag er nicht. Gewisse Stellen mag er nicht. Ich glaube, jetzt hat er einen Gläscher. Ah, komm schon. Du wirst es wohl noch bis zur Pause wirst du doch durchhalten, oder? Oder auch nicht. Ist das ein Wolf hier? Der sieht mich nicht. Ja, ist klar. Ach, jetzt komm, oder? Ich probiere nochmal was. So. Und so. Mag es jetzt lieber? Na. Da werde ich neu laden müssen. Das Spiel halt. Warte, probieren wir es vielleicht. Geht es wirklich mit einem Laden? Ich speichere das mal, ich würde sagen, hier hin. Und ich würde sagen, wir beenden mal das ganze Spiel. Leider Gottes. Wartet kurz. Und dann starten wir es nochmal neu. Immer diese Technik. Der Technik. Der ist auch immer nur bei Saturn, ne? Wenn ich ihn hier jetzt brauche, ist er nie da. Der gute Technik. Ja. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne?
Da hast du halt, wenn du Let's Plays magst, hast halt den Vorteil, dass du sowas rausschneiden kannst, ne? Beim Twitchen haut es halt leider nicht hin. Jo. Die Fehler- und Warnmeldung, jawohl. Das wissen wir Bescheid. Es ist aber interessant, echt wahr. Ich hoffe, dass wir das Spiel durchkriegen, dass es nicht zwischendrin unspielbar wird. Ich probiere es mal mit fortsetzen. Das wäre mir ein Graus. Ein Graus wäre mir das. So, hoffentlich stehen wir gut. Nicht, dass wir gleich von irgendwas angefallen werden. So, lade. Lade, lade. Jo, jetzt schaut es wieder gut aus. Nehme ich noch auf. Warte kurz. Ja, müsste noch laufen. Müsste noch laufen. Also, liebes YouTube, ihr verpasst hier gar nichts. Keine Banne, kein Kraut, das gepflückt wird. Gar nichts verpasst ihr da. Ihr dürft es genauso wie wir allesamt mitleiden. Wow. Jawohl. Na fein. Na großartig. So. Hundilein, ich habe Arbeit für dich. Ja, Knudi. Na, Jasmin. Was hast du zu verkaufen? Nein, braucht man nicht. Hast du den Druiden gesehen? Hast du den Druiden gesehen? Wen? Eldrick. Ach, den komischen Kauz, der weiter oben seine Hütte hat? Genau. Nein, den habe ich schon länger nicht gesehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Er will meistens allein sein. Okay. Ich muss Eldrick finden. Ich muss Eldrick finden? Ist er nicht bei seiner Hütte? Nein, sie ist verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin sein könnte. Aber wenn es so dringend ist, vielleicht kann mein Wolf Rufo dir helfen. Und wie, bitteschön? Wie kann dein Wolf mir helfen? Er hat die beste Spürnase auf der ganzen Insel. Er kann bestimmt die Fährte des Druiden finden. Sehr gut. Was verlangst du für deinen Wolf? Was verlangst du für deinen Wolf? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Ich würde ihn höchstens ausleihen. Mhm. Was verlangst du? Nun, wir haben einen Haufen Felle, kommen aber nicht in die Stadt. Wenn du sie mir abkaufen würdest, für 200 Gold. Mädel, andere Frage. Was willst du mit Gold hier draußen? Willst du darauf herumkauen? Da ist keine Schokolade innen drin. Was will die denn mit Gold, wenn sie nichts kaufen kann hier? Naja, bitte. Ich will deine Felle kaufen. Hier sind sie. Manche Gedankengänge, ne? Ja. Was ist jetzt mit dem Wolf? Was ist jetzt mit dem Wolf? Also gut. Ich werde ihn dir überlassen. Aber wenn er zu Schaden kommt... Ich werde darauf achten. Das will ich hoffen. Also, wenn du willst, dass Rufo auf dich hört, solltest du dich erstmal mit ihm anfreunden. Okay. Gib ihm was zu fressen. Das hilft. Wenn du willst, verkaufe ich dir rohes Fleisch. Na, danke, da haben wir genug. Na, Hundi? Jöi. Ja, ist schon gut. Ich habe hier was für dich. Was ganz Feines. Ich habe hier was für dich. Mhm. Ja, bist ein feiner Junge. Und jetzt? Er mag dich. Schön. Und jetzt? Er hat mich damit nicht gefressen. Damit Rufo die Fährte aufnehmen kann, brauchst du etwas, was dem Druiden gehört. Nimm ein Kleidungsstück von Eldrick und halte es Rufo unter die Nase. Dann musst du ihm nur noch folgen. Mhm. Okay. Das werden wir jetzt auch wieder speichern. Und zwar ganz extra wieder. Ich würde sagen, hier drauf. Weil für den Fall, dass wir jetzt die Ex-Menschen da oben nicht töten können, wir zwei, muss ich die hierher locken und versuchen, sie auf Umwege zu vernichten. Da, schau mal, such. Rufo, such. Ich glaube, das wird böse enden. Ja, Hundi. Ich gehe da mal einen Bogen drum, ne? Ich kann da nicht durch, Schnucki. Die fressen mich da. Okay, die gehen sowieso auf ihn. Passt. Ui. Oh. Ja? Au. Au, du Bastard. Au, 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 au. Au!
Was? Wölfe? Aha. Jetzt gehen mir die Wölfe auf den Nerv, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Freund und Feind ist. Au. Gut. Laden. Das machen wir so nicht. Warte, hier. Ich schleiche mich jetzt nochmal rauf, besiege die zwei Wölfe und dann haben wir Zeit, uns um diese depperten Echsenmenschen zu kümmern. Die aber scheinbar machbar sind, aber nicht für mich allein. Also da brauche ich schon die Hilfe von unserem Hündchen da. So, Momentele, das haben wir gleich. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt ein Problem werden könnte. Aber diese blöden Wölfe da, die ruinieren mir gerade da meinen Plan. Das kann ich nicht zulassen. Scheiß Viecher. Komm her. Drei sind's. Ach, normale Wölfe, okay. Also zumindest die hier. Na komm. Au, 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 au. Au. So, na komm. So. Schön, weg ist er. Und du auch. Passt. So, jetzt müssten wir Ruhe haben. Drei normale Wölfe, wenn du denkst, ne, machen so einen Wirbel. So, also nochmal zurück. Noch einmal zurück. Kann ich das noch mitnehmen, bitte? Ja. Ja, grunzt nur herum. Ich hatte auch schon mal so gemacht, dass ich einen versucht habe, einzeln wegzulocken. Und, ja. Das war halt meine andere Taktik. Für den Fall, dass das jetzt nicht hinhauen sollte. Werden wir dann so machen müssen. Also nochmal Spiel speichern. Jetzt haben wir freie Bahn. Nein, darauf. Jetzt probieren wir es nochmal. So, Schnucki. Ufo, such. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, braves Wölfchen. Braves Wölfchen. Ja, such. Such. So, jetzt müssen wir dann die Chance haben normalerweise. Hoffe ich halt. Hui, tata. Ja. Tutututututatata. So, wenn der erste mal abnebeln würde, ne? Dann wäre es auch schon einfacher. So. 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 Au. Alter Schwede. Au, 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 au. Hundi? Würdest du bitte? Ich habe keinen Trank heraus. Das, jetzt bin ich des Todes wahrscheinlich. Ja. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Wie soll ich das denn jetzt hinbekommen? Das kann ja gar nicht funktionieren, oder? Trink! Um Himmels Willen, trink! Boah, du Sau! Ja. Alter! Alter, ich wollte parieren! Vergiss es! Ja, ja. Puh, ja. Du Mistkerl. Bart, diese Echsenmenschen. Ja. Lästig, echt. Lästig, lästig, lästig. Ja. So. Kackviech. Ich glaube, der eine Hund hat den jetzt schon umgebracht. Ich habe jetzt... Ja. Ja. So, ja. Wow, 180 Punkte. Und einen Teleporterstein. Yeah, super. Super! Spitze, wo ist der zweite? Abgenippelt? Da. Super! Boah, das war jetzt super. Wirklich wahr. Mit Teleporterstein. So muss das ausschauen. So muss das ausschauen. Jetzt können wir uns hierher porten. Zu dem guten Druiden dann. Also hier irgendwie in der Nähe. Boah, schön. Puh, dafür schaue ich wieder aus, ne? Komplett erledigt. Ein paar Kräuter noch eingesammelt. Ich komm schon, ich komm schon. Ja, ja, nur kein Stress, Hundi. So. Ja, schön. Da wohnt er, ganz genau. Und weiter. Ja? War ja klar. Die Druidenhütte. Mhm. Weiter, Ufo, such! Braves Hundi. Ich werde trotzdem... Oh, hoffentlich backt es jetzt hier nicht wieder. Vorsicht, Vorsicht. Na, diesmal schaut es gut aus. Keine Ahnung, warum es dann gebackt hat. Kann schon mal passieren, wahrscheinlich.
Was ist denn das hier für ein komischer Kreis? Ja, guter Wolf. Hm, komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Such weiter, Rufo. Such weiter, Rufo. Hey, bist du ein braves Hundi. Ja, so ein braves Hundi. Ja, Wolf natürlich. So ein braver Wolf. Ja, so brav. Was? Aha. Zack, zack. Komm her, zweites Viech. Zack, zack, zack. Passt, erledigt. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Mit Ruhe geht die sich noch aus, ich hoffe. Bitte sein Trank. Bitte sein Trank drin. Nein. Eisen. Eisenerzbrocken, Knüppel aus dem Sack und ein paar Goldmünzen sind drin. Aber leider kein Trank. Ich bin ja auch sehr sparsam. Hundi? Wo ist er denn hin? Hundi? Hallo? Hundi? Wo ist er denn hin? Ich habe nur die Truhe aufgemacht und fort ist er. Ach, diese Viecher. Da ist er ja. Na komm, Hundi. Ich bin halt ein männliches Rotkäppchen. Ich tue immer weg von der Straße und so, ne? Hier was aufsammeln, dort was aufsammeln. Was? Wo rennst du jetzt hin? Oh, ein Gnomenhäuptling. Patsch. Au. Au. Was? Zwei? Na freilich. Alter, bist du flink, du kleine Ratte. Au. Jawohl. So, bist jetzt hin? Jawohl. Ja, gut. Wenn der Wolf einen plättet, zählt's für uns auch mit. Was? Ja. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Weiter. Weiter. Da ist ein Druidenstab, ne? Ja, den nehmen wir mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hundi, warte kurz. Brav, Hundi wartet. Ich tue immer Hundi gern. Also ich sage immer gern Hundi. Ich weiß, es ist ein stattlicher Wolf. Aber er ist für mich ein Hundi. Ja, weil er so lieb und so brav ist. Ja, braves Hundi. Ich würde aber trotzdem gern den Saufmann noch weg. Boah, der hilft echt nicht viel. Ein Bettchen wäre da schon wieder angebracht. Hm? Ja? Was denn? Soll das heißen, dass wir ganz in der Nähe sind? Ich komm schon. Oder er hat mich gerade zusammengeschimpft, weil ich immer trödel tue. Das könnte auch sein. Oder wollte ich mich warnen? Weil hier gibt es sackisch viele Viecher. Ich muss mal speichern. Ich werde es hier hin speichern tun. Ja, ja, ihr komischen Motten. Kommst du her? Na, komm nur her. Zack. Oh, oh, oh. Das, au. Ach Gottchen, das ist echt doof. Vor allem jetzt, wo die Gnome auch wieder da sind. Zack, der erste ist hin. Ja, was haust du denn auf den Gnomen drauf? Ja, okay. Zack. Jawohl, der ist hin. Ja. Der ist auch hin. Und der Häuptling, der wird auch bald das Zeichen segern, hoffe ich. Zack. Ja, ja, sicher. Fein. Jawohl. Zack. Saubere Arbeit. Boah, ich will den Wolf haben, ey. Kann ich den nicht doch behalten? Ich bin noch ganz lieb. Ich habe viel rohes Fleisch auch dabei. Wirklich, ich wäre ganz lieb zu ihm. So, haben wir das schon alle ausgelootet? Ja, der letzte Werkzeugbeutel. Oh, wie schön. Wir können die Quest abgeben. Super. Boah, super klasse. Wolfi, bist du da? Ja, Wolfi ist da. Boah, ist das super. Hä? Nur normales Feuer, ne? Ja. Boah, ist das super. Ich freue mich gerade.
Schön. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Was? Los, weiter! Ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird bald böse enden. Für mich halt. So, dann nehmen wir noch mit. Ja, super, super. Werkzeugbeutel. Alle Werkzeugbeutel, ist das schön. Ich komme da gerade nicht hoch. So. Mhm. Ja, braver Wolf. Los, such weiter. Los, such weiter. Was? Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Brav, ich danke dir. Ich danke dir für deine Hilfe, wirklich. Warst ein Braver. Jetzt müssen wir da rein. Jo, das heißt, wir tun nochmal speichern. Ganz klare Sache. Ja, da können wir euch hier hin speichern. Ja, was könnten wir jetzt machen, ne? Das ist anscheinend, also da ist eine Barriere. Ne? Wir können da anscheinend nicht rein. Was könnte uns denn jetzt helfen? Wie wäre es, wenn wir mit dem Druidenstock ein bisschen herumhandieren? Wenn wir den jetzt einfach mal ganz frech, wenn ich ihn anfinden täte, tun. Wenn wir den einfach mal ausrüsten. Speer, Druidenstab. Mir fehlt Stärke? Nein! Na, nicht der Ernst jetzt. Ah, es ist bitter. Mir fehlt Stärke. gut. Nicht so schlimm. Ist jetzt halt ein bisschen ein Laufweg, ne? Gut, wir wissen, der Druide ist da. Gut. Ja, wir wissen, der ist hier und wir brauchen seinen Druidenstab eigentlich. Also mit dem können wir hier, glaube ich, was anstellen. Aber wir sind natürlich wieder mal zu schwächlich. Das heißt, wir gehen in die Stadt zurück. Gott sei Dank haben wir hier einen Teleporter bekommen. Gott sei Dank haben wir die Echsen-Trotteln umgehauen. Na, was willst du, Gänse? Es gibt kein Blut. Schleicht dich. Und ja, wir porten uns jetzt einfach mal auf in die Stadthafen. Stadthafen. Wir müssen sowieso, ich muss einkaufen gehen, also ich muss noch irgendwo hier ein paar Tränke organisieren. Und die Zwiebeln. Ich darf nicht die Zwiebeln vergessen. Und ein paar Kartoffeln auch noch. Zwiebeln. Und schlafen gehen. Und. Ich gehe mal zu dem Alchemisten. Zu dem Alchemisten davon. Mit ihr haben wir. Nicht nachreden. Ja, mit ihr haben wir fertig. Ja, der Alchemist wird schon was haben für uns. Hallo! Herr Alchemist, ich brauche dringend was zum Heilen. Ja. Kaufst du Tränke? Das ist mein Geschäft. Oh. Irgendwann will jeder mal einen Trank. Egal ja. Ob Schläger oder Bauer. Hör auf zu quatschen. Diese Geizknochen, die bei jeder Verletzung ins Bett gehen. Was? Das wird man nie tun. Wir gehen nur ins Bett schlafen, wenn wir echt keine Tränke mehr haben. Oh, Alchemie beibringen wäre auch so eine Geschichte, ne? Was, mit dem haben wir noch gar nicht gequatscht? Du machst Geschäfte mit dem Don? So. Du machst also Geschäfte mit dem Don. Wie? Wie kommst du darauf? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich es weiß. Pass auf. Mach ich jetzt etwas falsch? Ich helfe lediglich bei der Verarbeitung von ein paar Pflanzen. Das ist alles. Ja, schon gut. Ich will dir keinen Ärger machen. Das wird der Inquisitor nicht gefallen. Na, kein Ärger machen. Schon gut, ich will dir keinen Ärger machen. Gut. Hier, nimm ein kleines Geschenk. Und wenn du mehr brauchst, kommst du zu mir und wir handeln. Ja, schön. Ein kleiner. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Das auch noch verpetzen? Probieren wir mal. Gary hat sich einen Teil der Ware abgezwackt. Wusstest du das? Was? Gary? Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Dieser Idiot. Ich habe ihn davor gewarnt, sich mit dem Don anzulegen. Ich gehe davon aus, dass du dich darum gekümmert hast. Hier,
Nimm einen Heiltrank für deine Mühen. Ja, danke. Und wie läuft das Geschäft? Du kannst dir sicher denken, dass ich aufgrund der aktuellen Situation keine Pflanzen mehr bekomme. Oh. Momentan verbrauche ich meine Vorräte. Aber wenn weiterhin niemand die Stadt verlassen darf, kriege ich ein Problem. Welche Pflanzen brauchst du? Heilpflanzen. Kraut, Pflanze und Wurzel. Und was zahlst du? Ich bezahle dich nicht mit Gold. Du kriegst von mir einen Trank. Das muss aber schon was richtig Gutes sein. Ich gebe dir dafür einen Trank der Lebenskraft. Der macht dich widerstandsfähig und zäh. Und versuch nicht, mir mit ein paar ausgerissenen Kräutern zu kommen. Nein, ich habe genug. Ich brauche viel. Dann sag mir, was du haben willst. 10 Heilkräuter, 5 Pflanzen und 2 Wurzeln. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, wenn du was kaufen willst, ein paar Tränke habe ich noch. Kannst du mir auch was über Alchemie beibringen? Warte mal, ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Mach mal schön alles der Reihe nach. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Sehr gut. Ich will gar nicht wissen, wie du das geschafft hast. Hier ist der Trank, den ich dir versprochen habe. Dankeschön. Und dann lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Was hätte er denn Schönes? Ja, die... Wir haben genug Kohle. Wir haben mehr als genug Kohle. Wir können das locker verschmerzen. Diese Alkis, ne? Für die Tränke brauchst du immer Wein. Ich weiß schon, dass man den Alkohol braucht, um gewisse Stoffe daraus besser zu filtern. Aber wir kaufen da jetzt einfach mal welche. Ich nehme da jetzt auch mal, ich würde sagen, 15. Wie teuer ist es denn? Oh, das geht. Das geht. Nehmen wir gleich alle, oder? Das würde echt gehen. Dann kann er den da haben. Das kann er alles haben. Die kann er alle haben. Die schlechten Waffen brauchen wir sowieso nicht mehr. Und da haben wir eh so viel. Sicheln werden wir sicher auch keine brauchen, so irgendwie. Na los. Den Druidenstab nicht, den behalten wir noch. Den Speer, ich bin kein Speerkämpfer, den können wir auch weggeben. Die Holzfäller-Axt auch. Und dann würde ich sagen, den Schild. Wie viel haben wir schon? Ja, so viel ist noch gar nicht. Den Schild und den Schild kann er auch haben. Und dann eventuell den Goldring. Den brauchen wir, denke ich, auch nicht mehr. Sowohl auch die Goldhalskette, die Bärenhalskette, denke ich, wird auch finnig sein. Wie viel haben wir? Fast. Was hätten wir denn noch hier umchain? Was haben wir denn noch da? Ich sehe es nicht. Ich müsste, wer hat denn eigentlich, mal so eine blöde Frage, ich muss auch mal nachschauen, wer jetzt diese Werkzeugbeutel gebraucht hat. Ich habe es richtig ausgesprochen, wer glaubt denn sowas? Alle Wolfsfälle, ich behalte mal 10 für mich. Oder so. 12. Mhm. Da, die Zähnchen, da behalte ich vielleicht auch so gute 10. Passt eigentlich. Schau mal, passt sogar. Ein Wein nehmen wir noch dazu. Ja, ein Wein nehmen wir noch gleich dazu, weil wir werden dann gleich anfangen mit der Brauerei. So, und so. Reicht. Handel. Jo, gib her. Passt. Beenden. Jetzt hat mich schwer die Gelse gestochen, mieses Viech. Kannst du mir was über Alchemie beibringen? Kannst du mir auch was über Alchemie beibringen? Grundsätzlich schon. Aber? Ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Kann ich das? Unterrichte mich. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Ah, Alchemie 2. Alchemisten können aus Pflanzen mächtige Tränke herstellen. Du kannst normale Tränke herstellen. Lernpunkte 5 und 250 Goldmünzen. Haben wir die übrig? Ich glaube schon, ne? Unterrichte mich in der Alchemie. Einige Pflanzen sind mit der dir bereits bekannten Methode nicht zu verarbeiten. Aha. Sie müssen filtriert und ein weiteres Mal aufgekocht werden. Mhm. Dann erhältst du häufig stärkere Tränke. Ah. Passt. Dann lassen wir das so mal. Könnte ich? Ich probiere gleich mal. Können wir schon was? Nur die kleinen. Okay, schließen.
Dann brauche ich noch, lass uns handeln. Lass uns handeln. Den großen Heiltrank, das Rezept halt. Für den normalen und für den starken hätte ich gern. Aber für den normalen einmal. Ich werde auch gleich für den starken nehmen. Dann haben wir es überstanden. Lebensenergie, Bergament, genau. Permanent erhöhen, den nehme ich auch gleich mit. Für Stärke gibt es nicht, ne? Hat es nur für Geschick. Ich nehme den Geschick auch gleich mit. So, da macht es einmal einen Brenner und Gutes. Ich werde auch gleich hier noch so ein paar Stacheln verkaufen. Haben wir noch irgendwas an Wert? Ja, Wildschweinfell nehmen wir auch. So. Was haben wir noch für Graffel-Vokale? Ich hoffe, die braucht keiner. Alte Münze. Die behalte ich mal. Die könnte vielleicht für etwas anderes noch gut sein. Einen Teller kann er auch haben. Da gab es aber einen Hehler, ne? Gab es da nicht auch einen Hehler, der das Zeug gehabt, gerne gehabt hätte? Warte mal, ich behalte das mal. Oder ist das jetzt... Ich behalte das Zeug mal. Das behalte ich ausnahmsweise. Wir haben jetzt so viel gelumpert, wir können das schon so kaufen. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Kann ich denn, darf ich denn, können wir eventuell was machen? Ja, geht echt. 12 herstellen. Weißt du was, machen wir einfach mal 5. Nur so zum Spaß. Mal schauen, wer besser schmeckt. Unser Trank oder den von dem Alchemisten-Profi. Ach was, unserer schmeckt bestimmt gute besser. Arbeit. Gell? Gute Arbeit. Super. Sage ich auch, gute Arbeit. Jetzt wäre noch ein Bettchen zum Schlafen, nicht schlecht. Wenn wir eh schon auf dem Weg sind, darüber. Wer hatte denn jetzt diese Waffenbeutel gebraucht? Tja, ich vergesse alles. Und wir haben 55 Lernpunkte. Warte, ja, zu dir wollte ich auch noch. Edgar, Sie haben Zuwachs beim Don bekommen. Sehr gut. Ja? Ich bin guter Dinge, dass hier endlich mal was passiert. Weiter so. Unterrichte mich im Kampf. Und zwar Stärke plus 5. Ich will stärker werden. Gut so. Und nochmal bitte. Ich will stärker werden. Gut. Soll ich es auf nochmal machen? Warte mal zurück. Beenden. Jetzt müssten wir in der Lage sein, den Druidenstab führen zu können. Ja. 40 haben wir schon. Passt. Schön, mehr wollte ich nicht testen. Sollen wir noch ein bisschen Stärke lernen? Wir haben noch 45 Lernpunkte. Können wir eigentlich schon machen, oder? Hallo. Bitte unterrichte mich weiter. Unterrichte mich im Kampf. Nochmal 5. Ich will stärker werden. Gut so. Nochmal 5. Ich will stärker werden. Weiter so. Noch einmal. So. Ich will stärker werden. Gut so. Und einmal geht noch. Ich will stärker werden. Weiter so. Können wir sogar nochmal. Warte, zurück. Beenden. Müsste mal passen, glaube ich. Ich will nicht alles verschwenden. 25 Lernpunkte haben wir noch. Das will ich lieber behalten. Man weiß ja nie. Aber wir sind jetzt schon stark wie ein kleiner Bär. Also von dem her passt ja schon mal. Wieder vergessen. Da. Wo haben wir denn die Hafenstadt? Wer war das nochmal schnell? Wer brauchte dieses Waffendings? Was nicht nied- und nagelfest ist? Walter. Wer war jetzt Walter? Scheiße. Regionalkarte. Scheinst du zufällig auf, mein lieber Freund? Wer war jetzt schnell der Walter? Der Schmied, oder? Hieß der nicht Walter? Also der Gehilfe. War der das nicht? War das nicht Walter? Weil, alter Schalter, wo ist der Walter? Boah, bin ich gut. Wartet mal. Ja.
brave Zakir. Eigenlob stinkt, aber wie gesagt, ich habe ein Deo benutzt. Heute darf ich stinken, weil ich gar nicht zum Stinken komme. Bitteschön, hier hast du deine 15 Beutel. 15 Werkzeugbeutel. Ich hoffe, damit hast du jetzt genug altes Metall. Du hast den Gnomen echt den ganzen Schrott geklaut und hierher geschleppt? Unfassbar! Ja, nicht schlecht, was? Alle Achtung, das ist eine reife Leistung. Hier hast du auch eine satte Belohnung für deinen Ärger mit den kleinen Mistkerlen. Ich packe dir noch einige meiner besten Rohlinge obendrauf. Du hast mir sehr geholfen. Gerne. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich jetzt aufgeschmissen. Pass auf deinen Rücken auf, wenn du da draußen bist. Prost. Wir sehen uns, mein Freund. Ich brauche deine Hilfe. Echt? Warum? Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Ich habe Eisenerz für dich. Ich habe Eisenerz für dich. Gut. Was willst du? Aha, die Rohlinge. Na, passt schon mal. Obwohl, so ein eigenes Schwert schmieden? Das wäre halt auch was Schönes. Können wir schon schmieden? Stufe 1. Was können wir damit? Du kannst Bastardschwerter schmieden und magische Ringe herstellen. Mhm. Beibringen. Was kannst du mir beibringen? Schmieden 2. Du kannst Bastardschwerter schmieden und magische Ringe herstellen. Was? Das ist doch dasselbe. Soll ich es riskieren? Einmal. Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Aha. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Oh. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Mhm. Fass den Hammer weiter oben an. Dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Mhm. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Danke sehr. Du kannst 2 Handschwerter schmieden und magische Amulette herstellen. Lass uns dabei. Lass uns mal gut sein. Ich habe Eisenerz für dich. Haben wir nicht Rohlinge? Was willst du? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir eigentlich Rohlinge hätten. Aber wenn, dann für ein Bastardschwert. Ist nicht ein Bastardschwert eigentlich noch ein Einhandschwert? Ich nehme mal eins. Ich will ein Bastardschwert schmieden. Kein Problem. Danke. Stahlrohling erhalten. Okay, ja, hätte ich keins kaufen brauchen. Haben wir mehr als genug? Ist ja wurscht. Scheiß der Hund drauf. Schmieden. Amboss, Feuer. Ne? Also mal glühen. Glühend. Haben wir schon zu viele. Gut. Nehmen wir den. Scheint ein Einhandschwert noch zu sein. Ich hoffe es halt. Dann der Amboss. Klatschbumm. Ich schmiede jetzt einfach mal eins. Und jetzt normalerweise hier, ne? So. Mal schauen, wie stark es ist. Stumpfes Bastardschwert. Du, Schnucki, schleicht da mal. Ich will dahin. Psst. 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 Schau mal, da hinten ist eine Maus. Fass. Gibt's was Wichtiges? Ja, ich will schleifen. Diese Jugend von heute, echt. Hallo. Ha, ja. Was gibt's? Gibt's was Wichtiges? Ich will da zum Schleifstein. Wie unhöflich. Ich schleife gleich von der Seite, ey. Ich weiß, dass es nicht geht. Hey du, sprich mal ein Machtwort. Jetzt, ich will daher. Kst, kst, kst. Danke. Geht ja. So, jetzt sind wir schleifen. So, ja. Schau, schön, ha? Fertig.
Schöne Verzierungen. Ich finde, das ist nicht schlecht gelungen. Halt, falsch. Da. Und? Ja. Schau mal, fast ums Doppelte stärker. Passt. Oh, es ist ein Zweihänder. Mist. Echt jetzt? Mist, das ist jetzt echt ein Zweihänder. Mist. Scheiße. Da muss ich noch ein Schwertdingens holen. Kacke. Walter, ich brauche deine Hilfe. Was kannst du mir beibringen? Nicht so. Erz. Ich habe Eisenerz für dich. Scheiße. Gut. Was willst du? Für ein Schwert, bitte. Ich brauche einen Schwertholing. Her. Danke. Tschüss. Für dich. Probieren wir es halt jetzt damit, mit einem Schwert. Ich wollte es halt probieren. Ich wollte schauen, ob das stärker ist als unseres, ne? Glühender Stahl, Schwert. Ja, Schwert da. Nimm. Mach. Wie gemein. War nicht immer ein Bastardschwert noch ein Einhandschwert? Offensichtlich nicht. Jetzt schleift er schon wieder. Alter, ich schleife dich gleich wohin? Im Keller und so. Psch. So. Hau ab. Psch. Weg da. Psch. Komm. Danke. Der hört schon drauf. Brav. Gut erzogen. Wollt ihr Pause machen? Ich werde jetzt dann die Aufnahme mal beenden und eine neue starten, wenn es keine Pause braucht. Ich persönlich brauche nicht unbedingt eine. Scharfes Bastardschwert, Zweihänder, scharfes Schwert. Okay, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ist wurscht. Bisschen besser ist es. Ich behalte es auf jeden Fall mal. Ist unser eigenes. Und ein Bettchen zum Schlafen brauchen wir jetzt noch. Das wäre da drüben. Und irgendwann schmieden wir unser eigenes Zweihandschwert und dann haben wir das auch mal gesehen. Und durchgemacht. So, ich werde mich hier mal hinlegen. Da unten, da regt sich keiner auf. Und während wir da pennen, machen wir, also, ja, ein kleines, sollen wir ein Päuschen machen? Nö, kein Päuschen. Okay. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Was? Oh, ich will zum Aufstehen. Na gut. Dann stellen wir uns mal hier hin. Warte. So. Das ist ja schön. Ha? Kann man hier rauf? Ja, schau mal. So ist ja hübsch, ha? So beenden wir den Part und starten den nächsten. Also, die YouTube-Leute, ne? Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und liebe YouTube-Leute, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!